Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video kommt mal ein Video zu 99,9% Schleichpferde, die ihr bestimmt auf keinen Fall kennt. Denn ich habe sie vorher auch noch nie gekannt. Aber dieses sind zum Beispiel auch ganz alte Pferde oder auch ganz besondere. Wahrscheinlich kennt ihr sie gar nicht. Schreibt mal in die Kommentare und seid mal bitte ehrlich, ob ihr sie wirklich kennt oder nicht. Also ich habe gar nichts dagegen, wenn ihr es gar nicht kennt. Also das ist doch eigentlich doch dann super. Und dann legen wir erstmal los. Erste Portion zum Beispiel. Jetzt mal dieses Pferd. Das ist tatsächlich ein Schleichpferd. Das könnt ihr auch da dran lesen. Hier steht nämlich Schleich. Warte, ich drehe das mal so, damit ihr es lesen könnt. Da seht ihr vielleicht ein bisschen, könnt ihr ein bisschen Schleich erkennen. Ich kann das gerade nicht genauer darstellen. Aber, ja, habt ihr es gerade gesehen? Da steht Schleich drauf. Ich hasse das. Da habt ihr es vielleicht jetzt gerade gesehen. Da, Schleich. Schleich, ja, von hier kann man es gut lesen. Schleich, made in Portugal. Und dieses Pferd kennt ihr wahrscheinlich nicht. Von welchem Jahr das ist, das weiß ich tatsächlich auch nicht, denn... Mann, ich hasse das. Wartet bitte einmal kurz einen Augenblick. Ich muss gerade eine... So. Von welchem Jahr das ist, das weiß ich nicht, denn es ist so... Ja, da steht halt kein Datum drauf. Es hat zwar schon ein paar Macken, weil ich es immer vom Flohmarkt gekauft habe. Das Material ist eher so ein bisschen, also hier an den Beinen kann man das sehr schnell biegen. Aber ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde es aber eigentlich ganz cool, weil ich habe es mal vor ein paar Monaten, ja, vor 4 Monaten mal gekauft. Und ja, vielleicht kennt ihr es ja einfach noch nicht. Kommen wir zum nächsten Pferd. Dieses Pferd, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich glaube, Kaltblut. Also ist auf jeden Fall ein Kaltblut, aber welches weiß ich nicht. Also da steht Schleich drauf. Also alles sind Schleichpferde, die ich hier zeige. Aber ja, da steht Schleich drauf, wenn man es lesen kann. Das ist von 1999. Ja, es ist gleich so ein bisschen neuer als andere. Wahrscheinlich ein bisschen neuer als das, weil man sieht ja vielleicht hier einen kleinen Unterschied. Ja, das ist halt so ein Kaltblut. Und es ist dick, es ist ein Fuchs. Denke ich mal, also ein dunkelbrauner Fuchs. Ich kenne mich jetzt auch nicht so ganz super darüber aus mit Pferden. Aber ich kenne mich schon sehr gut mit Pferden aus. Also, ja. Keine Ahnung, was das für eine Pferderasse ist. Das tippe ich mal auf. Weiß ich auch nicht. Lipizzaner. Aber Lipizzaner sind nicht so. Naja, oder Hannoveraner. Weil es gibt ja manche Hannoveraner. Zum Beispiel, oh, ich mache gleich mal Spoiler, ne? Egal. Ich zeige euch gleich nochmal ein Pferd, das so ähnlich aussieht. Also, ja, so sieht es halt aus. Die Mähne ist halt schön gearbeitet, finde ich. Also, die ist schon detailliert. Und hier haben wir den Schweif, ganz normal halt. Und, ja. Und die sind halt hier mit, oh, wie heißt das? Hier, mit diesen Sprühern. Oh, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Oh, bin ich doof. Aber, naja, egal. So, und jetzt das nächste Pferd, das hier, also das ist schon etwas neuer. Das ist, ne, oder? Das ist von 2000. Was denn? Also, das weiß ich aber. Das ist ein Araber. Und der ist von 2000, wenn man es lesen kann. Da. Also, es ist jetzt ein bisschen fetter gedruckt. Deswegen kann man es wahrscheinlich auch gut lesen. Warte. Also, da steht schon mal Schleich, wer es lesen kann und wer nicht blind ist. ja. Das ist von 2000. Und das ist halt ein Araber. Das ist halt ein brauner. Also, meine Kamera ist jetzt gerade nicht die beste. Also, mein Handy. Aber, ja. So sieht es halt aus. Und ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Ich hatte es auch ein paar Mal auf dem Hof. Aber ich habe eher die neueren Pferde auf dem Hof. Deswegen, ja. Kommen wir dazu einem Fohlen. Das hat sogar noch die originale Fahne. So sieht es aus. Ihr könnt vielleicht auch mal die Nummer eingeben. Ich weiß nicht, ob die noch irgendwie hält oder so. Aber diese Nummer könnt ihr vielleicht eingeben. Also es ist die Originalnummer, das weiß ich. Hier ist es mir nur einmal abgerissen. Deswegen habe ich es einmal mit Tesafilm geklebt. Ja, ihr seht, dass es ein bisschen anders aussieht als die neueren. Die sind ja mit einem, ich weiß gar nicht so ganz wie die, die sind ja mit so einem, auch mit so einem grünen Punkt, aber sehen dann halt anders aus mit dem grünen Punkt. Ja, das ist noch die alte Fahne. Ja, ihr könnt mal die Nummer googeln, also vielleicht ist auch diese Nummer, keine Ahnung, aber ja, vielleicht googelt ihr einfach mal die Nummern, könnt vielleicht das Pferd finden, also das Fohlen finden. Und dazu gab es auch noch die Stute, die habe ich gerade im Schrank, möchte ich die gerade nicht so gerne holen, weil ich muss dann nochmal kurz gehen. und ja, die gehört eigentlich meinem Bruder, weil
Ich weiß auch nicht warum. Na egal. Und jetzt kommen wir zum Przewalski. Ich glaube, das ist ein Przewalski, weil ein Fiat-Pferd ist es eigentlich. Oder ein Fiat-Pferd, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, es ist kein Fiat-Pferd. Nee. Gut. Ja. Es ist von 2006 sogar, ein bisschen neuer. Vom Jahr, ach so, ja, habe ich schon gesagt, Made in Germany, das steht auch schlecht drauf, wenn man es lesen kann. Ja, ich finde es eigentlich ganz schön. Der Aalstrich ist auch glatt, also sieht auch schön aus. Und ja, das Gesicht ist auch schön, wenn man es sehen kann. Oh, die Kamera stellt mal scharf. Wow. Ja, ich finde es eigentlich auch gar nicht schlimm. Und kommen wir jetzt zu einem Doppelpferd, was ich auch habe. Warte, ich muss kurz, immer ganz kurz. Bleib bitte dran. Es dauert nur ein paar Sekunden, weil ich brauche immer lange, bis ich ein paar Pferde finde. Oh, ich finde es gerade nicht so gut. Dann muss ich Stopp drücken. Doch, da habe ich es. So, hier. So, das sind halt diese Doppelmodelle. Ich weiß gar nicht, ob die vom gleichen Jahr sind. Doch. Von 1995 und 1995 Made in Germany. Ihr könnt ihr vergleichen. Also, ich lüge auch gar nicht. Es sind halt die beiden Modelle, nur halt auf einer anderen Bemalung. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Handyfeilchen. So. Halt die gleiche Bemalung. Nicht die gleiche, das gleiche Modell, aber eine andere Bemalung. Halt, das ist ein Schimmel. Ne, oder? Naja, es hat so. Ein Schimmel ist es ja nicht, oder? Weiß ich gar nicht. Na, schreibt es mal in den Chat. Ja. Hier haben wir den Braun. Und hier halt den Schimmel. Was ich denke. Hier hat es noch so ein Abzeichen drauf. Ich glaube, das ist ein Stern, oder? Hä, wie heißt das? Okay, das weiß ich gerade gar nicht, aber gut. Was machst du da? Ist gut. So, jetzt kommen wir zum neuen Pferd, was ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Okay, das könnt ihr gar nicht kennen. Das ist ein Repaint von mir. Ich habe es auch gecastet, weil ich hatte das dreimal und deswegen. Ja, ich weiß, es war mein erstes Pferd, was ich repainted, aber ich finde es gar nicht so schlimm. Es hat, sieht aber ganz so gut aus. Es hat sogar Real Eyes, wenn man es sehen kann. Und ja, ich mag ihr Maul. Das sieht sehr gut aus. Ja, so sieht das halt aus. Und ja, hier habe ich auch nochmal das Fohlen. Das sieht auch ganz süß aus, finde ich irgendwie. Also ja, das ist nicht das Beste, aber ich stelle es immer dahin. So, das nächste Pferd, was ihr vielleicht, also die nächsten Pferde, die ihr vielleicht auch noch nicht kennt, sind diese beiden Pferde. Also, ja. Das hat, glaube ich, an Farbe gelassen. Das habe ich auch mal auf dem Flohmarkt gekauft. Das war ganz günstig. Und ja, das sieht jetzt auch nicht mehr so ganz gut aus. Gebt mal ein Like. Ist das schlecht? Ja. Gebt mal ein Like auf das Video. Wow. und ja. Hier sieht man auch das noch Schleich. Das ist made in Portugal. Und es sind 2001. Und das sollte da. Das ist made in China, aber von 2001. Ich finde. Ne. Ich glaube, das findet jeder. Also, das ist schöner als das da. Also, als dieses Pferd. Aber das ist, glaube ich, auch jedem klar, dass das schöner ist, oder nicht? Ja. Ihr könnt es hier nochmal angucken. Also, hier hat es auch nochmal so eine. Wie heißt das? Lass das. Ja, so sehen halt aus. Hier kann man ja nichts mehr so sagen. Ist einfach nur braun und glänzt halt gut. Hier haben wir auch noch ein paar Punkte und so. Also, ja. Aber ich mag hier die Adern. Hier kann man die sehen. Die sehen ganz gut aus hier. Die sind sehr schön detailliert. Und hier am Vorderbein haben wir auch noch mal hier eine Ader. Da, wenn man sehen kann. Finde ich auch ganz schön gemacht. Ja. Die Augen und den Nüstern auch. Hier sieht man noch diese Punkte oder wie halt, also diese Punkte am Maul. Und dann auch noch diese schöne Ader. Also ich finde das eigentlich ganz schön. Und hier haben wir auch nochmal so ein Friese. Das ist halt ein alter Friesen war das, glaube ich. Und das ist von 1998, wenn man es hier lesen kann. Da. 1900. 98 steht da drauf. Hier kann man es gleich lesen. Und das ist halt Made in Germany. Und da steht auch nochmal Germany drauf. Also Germany und dann nochmal darunter Made in Germany. Ja, das, ich finde es ganz schön, das Pferd. Also, ja, es ist nicht mein Lieblingsmodell, weil ich mag lieber die neueren Pferde. Aber ich finde das trotzdem ganz schön. Haben die schön gemacht. Und gefällt mir aber auch ganz gut, weil da ja, ist es halt schön. Und ja, so sieht es halt aus. Der Schweif ist auch so wie ein Friesen. Sieht
so eine Frise halt aussieht, sage ich mal so. In den Augen, ich war das selber nicht, wenn ihr das hier sehen könnt, ist so ein Punkt drin. Das haben, glaube ich, Schleich selber gemacht. Hat Schleich selber gemacht. Das ist ein Real Eye, glaube ich, so soll das heißen oder so. Naja, hier hat es auch nochmal diesen Punkt drin. Also den habe ich nicht gemacht. Ich glaube, das ist von Schleich gemacht. Oder es hat mir jemand, wovon ich das mal gekauft habe, gemacht. Aber das denke ich eher nicht, weil das irgendwie unwahrscheinlich ist. Okay, danke fürs Zusehen. Klickt doch hier auf Abonnieren und dann hier auf die Videos. Und dann sage ich Tschüss.